Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Gleiche Position, in der wir im letzten Part aufgehört haben, als wir hier runtergestoßen wurden. Und auf diesem, ja, unglücklich platzierten Metallstab gelandet sind. Der uns ein bisschen, ja, penetriert hat. Okay, gehen wir weiter. Joel geht's nicht gut. Wir müssen ihn schnell verarzten. By the way. Da ist keiner. Weiter. Ich bin derzeit etwas erkältet. Also, falls meine Stimme nicht die gleiche sein sollte wie sonst, seht's mir nach. Kein Wunder bei dem Wetter da draußen. Das nur so als kleine Info am Rande. Ja, ich kann weder mich heilen noch was herstellen. Ich habe gerade nur die Pistole in der Hand, die ich nicht wechseln kann, den Revolver. Oh oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay, weiter geht's. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Das geht gar nichts, Joel. Joel, du bist komplett im Arsch. Dir geht's überhaupt nicht gut. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da so eine Eisenstange deinen Bauch durchbohrt hat. Okay, aber ich glaube, zu looten gibt es hier nichts. Deswegen folgen wir Ellie jetzt einfach erstmal. Ich kann auch nicht rennen, das ist das Schnellste, was geht. Licht, ich kann gar nichts machen, nicht mal Taschenlampe kann ich anmachen. Okay. Oh Gott! Komm schon hoch! Oh Mann. Schon endlich. Okay, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freundin getötet, Arschloch. Na los, raus da. Machen wir es auf die harte Tour. Okay, ich geht nicht. Du Flack. Oh Mann. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Ja, Joel, du bist überhaupt nicht okay, Mann. Ellie versucht dir gerade das Leben zu retten. Mach schon. Okay, ich nehme alles zurück. Hier ist keiner. Schnell. Mach schon. In was für einem Tonfall? Ellie, was geht denn ab, ey? Oh, Mann. Okay, go, 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 los, Joel. Reiß dich zusammen. Wir schaffen das zusammen. Du machst das gut. Nur weiter so. Ich komme. Durch die Doppeltür. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Dein Ernst? Oh Mann. Los, komm! Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück, komm! Hey! Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib ist bewaffnet! Stehen. Vorsicht! Hey! Oh Mist! Oh Mist!
kleine Ratte! Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen! Alter, spannend, Herz zerreißen. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Wie geil. Weiter. Wie geil das einfach ist. Warte. Ich öffne die Tür. Lass mir Zeit. Los, komm. Ach, Scheiße! Hol ein hartes Pferd. Kommst du hoch? Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel! Wie krass. Wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Ey, sag mal, wie krass ist denn dieses Spiel? Erstens, was mit Joel? Ich will wissen, wo Joel ist, was mit ihm passiert. Und jetzt spielen wir auch noch Ellie? Wie krass. Okay, wir können was herstellen. Das ist kein gutes Zeichen. Foto von Joel und Sarah? Okay. Ich hätte es dir geben sollen, als ich noch konnte. Nee. Nachricht von Mom? Oh, nee, Joe ist jetzt nicht tot, oder? Okay, erstmal Nachricht von Mom. Ellie. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immerzu an und bin überwältigt. Du bist noch keinen Tag alt, aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen. Diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden. Aber du musst immer daran denken, das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmung und kämpfe dafür. Du hast so viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter,
Anna. Mach mich stolz, Ellie. Oh, Alter, wie krass ist dieses Spiel. Dems Roboter, ja, okay, den kennen wir. Hawkman. Können wir den benutzen? Viri Hawkman, oh Mann. Ja, mit sowas bin ich auch aufgewachsen. Für die, die es noch kennen. Und ein Springmesser. Krass. Okay. Rileys Firefly-Anhänger. Oh, das ist nicht gut, ey. Ist Ellie jetzt die ganze Zeit wieder auf sich allein gestellt? Da bist du ja. Okay, sie hat aber auch den Lauschmodus. Aber ich kann keine Waffen wechseln. Anscheinend hat sie aktuell nur den Bogen. Lohnt es sich, sich hier umzuschauen und zu looten? Ist jetzt die Frage. Ist hier überhaupt irgendwas? Ich fasse es immer noch nicht, dass wir jetzt gerade Ellie spielen und Joy nicht da ist. Okay, wir schauen uns hier mal um. Soll ich hier schon sein? Ich weiß es nicht. Ey, was dieses arme kleine Mädchen durchmachen muss, ne? Ist ja unglaublich. Ja, es nimmt mich echt mit, das Spiel. Ist wirklich kein Wunder, dass das so krasse Bewertungen bekommen hat. Mal jetzt abgesehen von den Performance-Schwierigkeiten bei der PC-Version hier. Aber das Gameplay in Verbindung mit der Story ist einfach krass. Ist einfach nur krass. Ah, pass auf, Ellie. Okay. Man hört ihn ganz, ganz duster im Hintergrund. Da ist er. Okay. Deswegen ist das Gebiet hier wahrscheinlich so groß, weil er halt überall hinlaufen kann. Okay, cool. Gib acht, Ellie. Ja, wie? Ich kann doch nicht auf die Entfernung mit dem Bogen schießen, das geht doch nicht. Wo ist er jetzt? Hinweis. Wow. Was ein Hinweis. Ah, okay, jetzt wird er markiert. Okay, das ist cool. Okay, dann versuchen wir uns da mal ranzuschleichen. Bin gespannt, wie nah ich ran kann. Oh nein, er hat mich gerochen, ne? Kann ich den Pfeil irgendwie wieder abbrechen? Okay. Ah, das kann ein bisschen dauern hier. Wo ist er jetzt hin? Komm, zeig dich.
guck mal hier, die Fußspuren, ja klar. Einfach den Fußspuren folgen. Aber hier hören sie auf. Ah, da ist er. Ich hoffe, sie ist eine gute Bogenschützin. We will see. Hä? Achso, sie kann nicht unendlich den Bogen spannen, alles klar. Hab dich. Oh no. Der war verfehlt. Okay, einmal getroffen, jetzt müssen wir eigentlich nur noch der Blutspur folgen. Gott, wo ist er hingerannt? Da. Blöd. Ja, blöd. Weil ich ihn nicht gesehen habe. Nicht bewegen. Das ist nicht einfach. Komm schon. Oh, Ellie wackelt nicht so viel, ey. Krass. Hab dich! Mist, ist der schnell! Wie oft muss ich den treffen? Ich meine, ich wollte eigentlich einen Headshot machen, aber aus der Perspektive gerade ging gar nicht. Jetzt verteilt er hier überall sein Blut, ne? Na toll. Jetzt weiß ich nicht, ob er links oder rechts lang gegangen ist. Oh nee. Ich glaube rechts. Links sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Geh mal rechts lang. Was zur Hölle? Was war das? Oh, er ist da rüber gesprungen oder was? Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Wo ist er? Was ist das für ein Ort? Sehr gute Frage, nächste Frage. Gewöhnlicher Ort. Hast du irgendwas gesehen, was ich noch nicht gesehen habe? Warren Coral Bergbaugesellschaft, Bergbaumeister, Büros. Okay. Ich hoffe, ich übersehe hier keinen Loot. Ah, da ist er.
Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Hey, warum? Nein, hör doch auf. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Eieieiei. Der Part ist eigentlich schon zu Ende. Was geht denn hier ab? Bewacht die Fenster. Okay. Ja, machen wir. Gut, meine lieben Freunde. Das machen wir aber wirklich erst im nächsten Part, sonst eskaliert das hier wieder in was weiß ich nicht wie viel Zeit. Dann würde ich ganz einfach erstmal wieder an dieser Stelle behaupten. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us Part 1. Oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Der Gesichtsausdruck. Haut da rein.